Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76. So, jetzt müsste hier gleich der Angriff irgendwann kommen. Siege wilde Ghule. Oh, ich kann gleich mal meine Waffe hier ausprobieren. Nice. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was will? So, Ah, Aluminiumerz. Ich hoffe, ich habe genug Säure, um das Ding zu schmelzen. Ah, die kommen alle von da hinten. Ich will auch, ich will auch. Lasst mir doch was übrig. Holy shit. Das war noch nicht mal gezielt. Alter, macht das Ding einen Schaden an den kleinen Ghoulen. Ja, easy. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Aber ich denke mal, das ist Munitionsverschwendung, wenn wir dies wirklich so benutzen. Ah, Mist, die ist auch leer. Weil selbst mit dem Revolver kriegen wir die One-Hit. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Ja, und unsere Verteidigung hält. Haben wir hier vielleicht noch ein Fusion... Oh, wir haben drei Fusionskerne drin. Ich glaub's nicht. Das Ding läuft mal richtig. So, von wo kommt jetzt die nächste Welle? Hier vorne wäre ein Spawn Point. Nein. Wir haben da hinten ein Spawn Point. Ja. Also Birdie Bird, du hättest eigentlich schon längst mal hochfliegen müssen hier. So, Zahnpasta, Schraubenzieher. Und du auch nochmal. Du ebenso. Ach, da bist du. Hab dich gerade suchen wollen. So. Na komm. Geht doch. So, die Ghule haben wir. Wo ist das nächste? Oder wo spawnt gerade das nächste? Da ist jetzt gerade nicht zu sehen. Kommen die jetzt wieder von da hinten? Ja, der wird überdreht nochmal eine Runde. Ah, so wie es aussieht, kommen die von hier. Ja, immer schön in die Dauerfeuer rein. Das läuft. Müssten da eigentlich noch mehr kommen, oder? Hallo? Nee? Schießt ihr da oben? Also ich kann nichts erkennen. Schießt ihr jetzt auf Birdie Bird? Das wäre nicht so cool.
Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Ghoul oder so. Das ist eigentlich noch alles beim Alten. Gut, machen wir erstmal alle Gegenstände reparieren. Werden wir auch mal ein bisschen schrottlos. Ich glaube, da drin sind wieder welche. Ah, da kam ja schon der erste auf mich zu. Und alle Geschütze warten hier auf, dass da oben irgendjemand stirbt. Ich sehe da halt da oben. Oh Mann. Jetzt meinst du wirklich, mich jetzt hier zu ärgern, ja? Okay. Sonst sehe ich hier keinen. Da wird mir jetzt irgendwas angezeigt. Ich hoffe, das ist... Ah ne, das war's schon. Jetzt muss noch eine Welle kommen. Wo ist sie gespawnt? What the fuck, wo schießt sie alle hin? Gib mir doch auch ein bisschen EP ab. So, immer gegen den Aluminiumreaktor hier. So, next. Ah, du hast nichts. Du hast noch ein bisschen was. Du. Oh, können wir uns hier wenigstens die Ghoule noch ein bisschen zurechtmiegen. Also ich finde zwar die Vertibirds extrem cool, aber wenn die dann halt da oben irgendwas angreifen und das nicht richtig treffen können, dann ist es halt ein bisschen blöd. Oder von da oben angegriffen werden. Das heißt, sie helfen mir eigentlich nicht so richtig bei der Basisverteidigung. Okay. Dafür die Geschütze. Wunderbar. Ja, jetzt schon 10 Fusionskerne. Es läuft, es läuft, es läuft. So, dann wollen wir einmal kurz aussteigen. Und dann würde ich hier erstmal Gegenstände verwerten. Impro-Pistole brauchen wir nicht. Doppelläufige Schrotflinte auch nicht. Das Jagdgewehr auch nicht. Und das passt. Dann können wir hier nochmal ein bisschen herstellen. So, Munition. Oh, ist das schön, wenn man hier mal wieder richtig herstellen kann. Und 180 5mm. Normalerweise immer nur 100. Und so können wir jetzt einfach sagen, nö, wir machen 180 Schuss. Und gerade bei der so vielen Dingern ist es halt sehr, sehr angenehm. So, nochmal ein bisschen Schrot und dann passt das auch wieder. Blei ist wieder ausgegeben. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Kriegen wir hier noch ein bisschen was reingequetscht? Nee, Versteck ist voll. Dann kann ich ja mal gucken, was ich jetzt hier noch an Bauplänen habe, was die vielleicht schon bekannt ist. Mods, nee, Notizen war das ja. Warum komme ich nicht auf Notizen? So, das haben wir schon. Das Doppelregal können wir noch nicht. Das nehmen wir uns dann gleich rein. Und dann würde ich auch mal sagen, mal hier mal Notizen. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, mal beiseite. Genauso wie mit den Holos. So viele Airdrops. Ah, hier kriegen wir jetzt eigentlich auch nichts weiter mehr rein. Kriegen uns gerade nicht ganz so leer, wie ich es gerne hätte. Schade. So, aber wir müssen ja sowieso bestimmt nochmal was kochen, oder? Naja, können wir uns so normal was essen. Es geht uns hier auch langsam das Wasser aus. Das ist aber nicht so schlimm. Kann ich noch einen Wodka gegennehmen? Oder einen
Ich finde das Mannequin immer auf der linken Seite so cool, so. So, jetzt sind wir auch eigentlich wieder ganz voll. Das heißt, wir können weitermachen. Und mich stört das jetzt schon seit der letzten Folge. Und zwar machen wir das jetzt mal zuerst. Dafür brauchen wir jetzt auch nicht so fette Bewaffnung. Also ich würde sagen, da reicht das Schwarzpulvergewehr hier. Pistole. Gewehr wäre zwar schöner, ist aber schwieriger. Und zwar hier unten. Da können wir jetzt einmal mal kurz hinreisen. Ist von hier aus jetzt günstiger. Den Bergarbeiterspind war das, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, mit der Bärenstark-Folge. Da hatten wir, glaube ich, von den Grubenhauern so einen Schlüssel bekommen. Die man auch an den Minenautomaten kaufen kann. Bin ich jetzt wieder total in Gegner gespawnt. So gut wie, ja. So gut wie. So, irgendwo da vorne. So, was war das jetzt? Öffne den Spind, okay. Spind ist jetzt nicht so schwer. Wir müssen halt nur Spinde finden. Wenn er nicht schon leergeräumt wurde, heißt das, ne? Okay, ich brauche mal kurz die andere Knifte. Na, hör auf mit mir zu knuddeln. Ich möchte nicht knuddeln. Ich sagte, ich möchte nicht knuddeln. Wenn ich meine Schrot rausholen muss, ne, dann bist du fällig. So. Nehmen wir euch hier mal kurz aus. Treibstofftrank. Weil da war nur ein Treibstofftrank drinne. Das war alles? Dafür jetzt so ein Aufriss? Dafür sind wir jetzt mit den Kronkorken hier runter teleportiert? Ja, das ist ja traurig. Oder vielleicht schon zu häufig gemacht. Das könnte natürlich auch sein. Aber es jetzt so häufig macht, dass man das dann halt nicht mehr bekommt. So, bitteschön, du kriegst mal eine Granate rein. Ja, wow, ich treffe den an der Tür, aber der, der drin steht, den treffe ich nicht. Oh, nee. Doch. So, einmal alles mitnehmen, nachladen. Kampfgewehr. Eine T51 Mod. Das sieht merkwürdig aus. Also ich weiß, dass es Rauch ist, aber das sieht aus, als wenn da irgendwie ein Schatten zwischen ist. Okay, für den Fusionskern hat es sich wieder gelohnt. Ich habe nichts gesagt. Das Spiel mag mich doch. Es schenkt mir Fusionskerne. Und das ist wieder mal so nice. Da freue ich mich schon wieder gleich mehrfach. So, hier unten hatten wir jetzt auch wirklich alles leer. Und in den Spinnen ist wirklich nichts. Okay. Also die Quest war für den Hintern. Für was anderes hat sich jetzt nicht gelohnt. So, aber sonst Fusionskern, warum nicht? Das heißt, wir haben jetzt schon wieder 11 Stück. Ich könnte jetzt bald auch wieder den Doppellaser einfach mal so wieder mitnehmen. Ja, warum denn nicht? So, dann aber wieder ab nach oben, da wo wir hergekommen sind. Ich sollte auch bald mal einmal kurz nach Hause, damit wir dann quasi da das ganze Blei und ähnliches mitnehmen. Ich denke mal, das werden wir am Ende der Folge machen. Wenn wir einmal kurz nach Hause gehen, dann kann ich da einmal kurz Blei entluten, Schrott entluten und auch Wasser holen. Da haben wir ja noch ein bisschen Wasser. Und dann sollte ich mal auch überlegen, auf Fusionskern umzustellen. Also Fusionskerngenerator. So. Ah, trautes Heim, Glück allein. Jetzt sind wir wieder hier.
Vielleicht finden wir ja nochmal so ein Robo-Hirn. Habe ich noch irgendwas zu verwerten? Aschenbecher auf jeden Fall. Ein 30er Kampfgewehr. Ja, gut. Kann man jetzt wegmachen. Bewegungsunterstützende Servos. T51B. Na, wir haben aber eine T60. Deswegen wird uns eher weniger bringen. So, Pumpgun, Sturmgewehre haben wir ja auch nochmal. Und dann können wir auch schon wieder recht was gut laufen. Bauplan, Vault-Tec 76 Anzug, den hatte ich nicht. Das war eigentlich das erste, was man freigeschaltet kriegt, oder nicht? Oder irre ich mich da? Ja, egal, gefunden ist gefunden. Neuer Bauplan ist immer schön. So, dann dümpeln wir jetzt hier den Schienen weiter entlang. Hier hatten wir ja schon alles leer geräumt. So, ja, jetzt quasi nur wieder zurück. Aber ich merke, wenn ich ein bisschen mehr hintereinander aufnehme, meine Stimme geht dann immer so ein bisschen runter, weil ich zu wenig trinke. Jetzt habe ich mir auch hier nichts zu trinken hingestellt. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich jetzt hier gleich am Husten bin oder so. Ich werde dann gucken, dass ich mir dann auch demnächst wieder was zu trinken hier hinstelle. Weil wäre doch ein bisschen besser. So, NR Regionalstelle 98. Oh. Wie, wer will? In den Hintern getreten werden. Doch gesagt, irgendwann treffe ich auf den fettesten Wachbot überhaupt. Oh, 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 oh. Level 50. Mal sehen. Mit zweifachen Schaden. Fast nichts abgezogen. Oh wei. Kommt er jetzt wirklich auf mich zu? Nee, er dreht wieder um. Oh, 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 oh. Ein bisschen weiter zurück. Gut. Dann probiere ich mal, den ein bisschen zu kitzeln. Ich hoffe, der hat jetzt keine gute Bewaffnung. Alter! Muss nachladen. Aber wir haben ihn gut runtergekriegt. Alter, mit was schießt er? Raketen oder Granaten? Au! Lieber nochmal ein Stimpack nehmen. Jetzt erwarte ich, dass du in die Luft fliegst. Warum so krass zeitverzögert? Egal, er hat nochmal einen Fusionskern. Alter. Aber der hat uns eine ganze Munitionsbarke Minigun gekostet. Aber Minigun. Muah. Ich liebe es. Ist zwar jetzt kein riesen Explosionsschaden und macht Krabum oder so, aber ich bin auch schon mit Kleinigkeiten zufrieden. So, Breitseite ist ja leer. Die habe ich wenigstens noch nachgeladen. Aber irgendwo hatte ich noch so Mr. Gutsy gehört.
Schlange. Wo könnte der... Oh, Augenbart. Ah, ich habe ihn gefunden. Leutnant Gutsy. Ja, die Sprüche von Rusty. Der hat gut gesessen, aber nicht so gut. Ah, falsch. Einmal hier. Mit ein bisschen Schrott bearbeiten, dann klappt das. Seit neuerdings explodieren die hier alle. Was ist hier Phase? Oh. Noch einer. Zum Glück Schrot. Schnell auslooten und Rückwärtsgang. Hä? Der macht jetzt nicht Bums, oder was? Na gut, der macht halt kein Bums. Hä? Da war doch noch eine Plasmagranate drin, ne? Ah. 10 mm. Ein paar Raketen soll ich jetzt auch nicht nein. Okay. Dann kann ich hier wieder nachladen. Das ist ein gefährliches Pflaster hier. Aha. So. Dich kriege ich auch so kaputt. Friss meinen legendären Revolver. Ich erkenne dich da hinten nicht. Und deine blöde Armeetarnung hier. Eigentlich müssten wir pro selbst gezieltes Ding mehr Schaden machen. Aber so viel Schaden ist das ja nicht. Hä? Wo liegt er denn jetzt? Wenn wir den Augenbot. Ach, da liegt er. Na, komm. So, ist er. Na gut. Ja, nehmen wir uns hier nochmal die Plasmakartuschen. Ist ja auch nicht so schlimm. Hier nochmal alles raus. Und dann gehe ich hier nochmal ein bisschen weiter hoch. Vielleicht finden wir jetzt hier nochmal den nächsten Posten, den ich benutzen kann. Als Teleport. Weil wir müssen jetzt auch schon langsam wieder die Folge so ein bisschen beenden. Was ein bisschen schade ist, aber naja. So. Wollen wir jetzt hier der Straße weiter folgen oder nicht? Oh, da vorne ist ein... Ein Chuzu-Zug, wollte ich gerade sagen. Oh Mann, was ist mit mir los mit meiner Aussprache heute? Das ist eine Eisenbahnstation. Das heißt, da gibt es auch einen Händler. Das wäre doch optimal, dort zu rasten, oder nicht? Oder wäre das nicht so optimal? Wäre das eher suboptimal? Na gut. Gucken wir mal. Kommen wir da jetzt am schnellsten hin, oder? Wie sieht's aus? Müssen wir uns jetzt hier noch viel durchkämpfen? Will mich aber nicht so viel durchkämpfen. Weil ich will ja halt das Blei von unserem... Heimer holen. Und eigentlich sind die Dinger immer recht sicher. Auch immer zum Teleportieren sind die eigentlich immer recht gut. Ah. Hier, wunderbar. Keine Gegner. So wie man sich's wünscht. Und guten Tag.
So. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.